Also die Brüder haben natürlich schon sehr viel zu verschiedenen Aspekten der Endzeit sehr klar aus der Schrift gezeigt. Deswegen, normal, ich wäre schon längst jetzt drei, vier Verspassagen hätte ich eigentlich schon längst gelesen in der normalen Predigt. Aber weil schon so viel gesagt wurde, mache ich einen relativ langen Vorbau, um ein bisschen alle so ein bisschen nochmal abzuholen. Denn wenn ich das überschreiben sollte, das heutige Thema an sich, müsste man sagen, Endzeit, Doppelpunkt, spekulieren oder sich bereit machen. Das ist eigentlich so, und ich meine, allein der Titel, das ist schon das ist ein Scheunentor, ja. Da eine Grenze zu setzen, ist ja unmöglich. Da ich aber nur heute die Gelegenheit habe und nicht eine Serie drüber mache, muss ich halt Abstriche machen. Viele grundsätzliche Punkte wurden sehr klar gezeigt, aus der Schrift auch, und zwar in sehr unmissverständlichen Passagen auch. Erstens, die Wahrscheinlichkeit, dass die Endzeit nicht irgendwann einmal kommt, sondern dass sie mit dem irdischen Kommen Christi bereits begonnen hat, die ist ziemlich groß. Die wird sehr stark verbrieft. Also es kommt nicht irgendwann mal, sondern sie hat schon längst begonnen. Das ist eine Sache, die kann man nicht nur im Neuen Testament viele, viele Male sehen. Man sieht sie sogar im Alten Testament verifiziert. Sogar im Buch Daniel sieht man es. Oder ein anderer Punkt. Und wie gesagt, da stecken überall Predigten, Arbeiten dahinter. Also da steckt sehr viel Material dahinter. Ich kann es nicht alles wiederholen. Oder auch die Frage, wie viele Zeitalter kommen noch? Ja, jetzt haben wir gerade ein bestimmtes Zeitalter. Wie viele kommen noch? Kommen wirklich noch? Ja, wie viele kommen noch? Also die Datenlage aus dem Neuen Testament ist ziemlich klar. Es kommt eines noch. Es kommt nicht Trübsal Teil 1 und dann noch Teil 2 und dann kommt noch irgendwo eine Entrückung dazwischen, davor oder Mitte. Das ist nicht so, das ist mit großer Sicherheit so nicht. Obwohl es sich, jeder hat eine Vorprägung für Offenbarung und so weiter. Obwohl es sieht, auf den ersten Blick kann es vielleicht danach aussehen, weil man hört es halt nicht anders. Man kriegt es halt erstmal so mit. Es kommt aber wirklich nur eines, mit großer Sicherheit nur eines. Und dann kommt auch das Ende und das Gericht. Da kommt dann also erstmal, da kommen nicht mehr so viele. Es wird wahrscheinlich noch eine Wiederkunft Christi geben und nicht so viele, wie man halt braucht, um seine Endzeittheorie zu rechtfertigen. Muss man auch sagen, es gibt im Neuen Testament. Es gibt diese verschiedenen Wiederkünfte eigentlich nicht. Wenn es um Wiederkunft geht, da gibt es immer Zeichen, die mit vergesellschaftet sind in den Passagen und es ist ziemlich klar, da ist das Ende, da kommt nichts anderes mehr. Es gibt vermutlich auch nicht die Trennung und da ist auch viel darüber gesagt worden und es ist ein ganz großes Problem auch diese Endzeitlehren. Es gibt auch vermutlich nicht die Trennung in zwei Völker Gottes. Wir haben fortschreitende Offenbarung und auch da, ich möchte niemanden verärgern jetzt, aber es gibt diese klassische Trennung zwischen einem ethnischen Volk Gottes und dann noch die Gemeinde ist so das geistliche Volk Gottes und die einen kriegen am Ende dann das als Erbe und dann kriegt die Gemeinde das als Erbe. Diese Trennung, die gibt es eigentlich nicht, die Schrift unterstützt es nicht. Wird gerne Römer wird zitiert, dann sieht man halt, der lässt ein paar Kapitel Kontext weg, deswegen legt das so aus, ist nicht so gut. Die Trennung gibt es nicht. Es gibt nur ein Volk Gottes. Es gibt nur eines. Das haben die Brüder sehr gut auch gezeigt. Und ich weiß, dass in der heutigen Zeit viele Gemeinden das so nicht sehen. Aber die Texte, wenn man mal das Glaubensbekenntnis immer hinlegt und erstmal die Texte anschaut, und man muss einen Weg gehen, um es zu erkennen. Es dauert ein bisschen. Aber es ist für mich auch, es gibt eigentlich keine Zweifel mehr. Das Problem ist, wenn deine Endzeitüberzeugung dir allein in diesen grundsätzlichen Blöcken, also gibt es ein oder zwei Völker Gottes, wie viele Wiederkünfte gibt es, wie viele Zeitalter kommen noch, wenn du allein in diesen Grundlagen schon nicht sicher bist, weil du aus deiner Endzeitlehre nicht sicher bist, wann und wann werde ich denn entrückt und so und all diese Geschichten, wenn es da keine wirkliche Klarheit geben kann, dann wirst du spekulieren müssen über das, was noch kommt. Dass du in einem wesentlich größeren Maß spekulieren müssen. Und Spekulationen über all diese Varianten sehen dann zum Beispiel so aus. Trübsal. Ich weiß nicht, wem es von euch mal so gegangen ist. Ich kenne mich selbst und andere Geschwister auch, die auch gerade diese sehr jungen Lehre des Dispensationalismus anhängen. Das ist sehr, sehr jung. Seit wann gibt es die? Weiß das jemand? 6. Jahrhundert, oder? 2. Jahrhundert nach Christus. Nein, seit Mitte 19. Jahrhundert gibt es den. Der ist super jung. Das haben nicht meine Reformatoren geglaubt.
Das kannst du nachlesen. Trübsal. Werde ich die große Trübsal erleben? O je, werde ich leiden? Werde ich für Christus sterben müssen? Werde ich mich oder meine, werden wir da gefoltert werden wegen unseres Glaubens? Werde ich das Mal des Tieres annehmen? Mensch, wie viele Leute sorgen sich darum? Meine Güte, ich hoffe, die Endzeitlehre ist die richtige, denn dann komme ich nicht in das Problem rein. Oder? Ist es, wenn es niemandem von euch so jemals gegangen ist, gesegnet seid ihr, wirklich. Aber diese Fragen, ja, ist es jetzt 666 oder ist es vielleicht doch 616, weil es doch ein anderes Manuskript noch gibt, das man gefunden hat, ja. Diese ganze Rumspekulierei ist der absolute Wahnsinn. Da wird ein Denken kreiert, ein Fall, der vielleicht ja noch nicht eingetreten ist und gerade weil es den noch nicht gibt, der kommt vielleicht noch, ist wie in einem Film, man weiß nicht so richtig, wie es ausgeht, da wird ein Kopfzerbrechen erzeugt. Und diese Spannung erzeugt Zweifel. Werde ich in Verfolgung dann auch gläubig bleiben? Habe ich mich mit Geschwistern unterhalten, die aus ihrer Sorge heraus einfach zu mir dann gekommen sind und dann gesagt haben, oh Mensch, wenn ich nur wüsste, ob ich in so einer Situation auch wirklich nicht vom Glauben abfalle, wenn ich da nur sicher sein könnte. Solche Zweifel, da fragt dann keiner mehr danach, ja, aber hier steht, Christus hat den Höchstpreis für seine Kinder bezahlt. Du könntest schon abfallen, aber Gott wird das niemals zulassen, wenn du sein bist. Das ist unmöglich. Es gibt ja 2 Dutzend Stellen, wo das bezeugen. Aber die Spekulation über die Endzeit, die wischt alles wieder weg, was man eigentlich schon längst an Glaubensfestigkeit hat. Bin ich genug Christ? Habe ich genug Power? Bin ich ausreichend? Ja, habe ich Sünde in meinem Leben bekämpft ausreichend? Bin ich so stark? War ich gut genug? Und das Festwerden im Glauben und das Ruhen im Werk Jesu Christi wird ganz gewaltig in den Hintergrund gedrängt. Dann fängt man an, sich daran festzuklammern, an den Tu dies und lass jenes Passagen der Schrift, die fast alle auch nicht wirklich um Tun sich drehen, sondern um, du musst Jesus haben, du musst Jesus erkennen, daran kannst du Kraft gewinnen. Man strebt dann weniger nach Glauben, nach Christus zu erkennen aus der Schrift, im Geist stark zu werden. Man will sich selbst stark machen, denn man hat Angst. Vielleicht ihr nicht, aber ich kenne das. Man hat Angst, und zwar wegen etwas, das vielleicht dadurch noch kommen könnte. Oder das andere Extrem ist falsche Sicherheit. Die erste Gemeinde, die ich jemals war, das war ein wirklich also wundervoller Pastor auch, der hat sehr gute Arbeit geleistet. Aber der war auch, das heißt aber, sondern er vertrat die Meinung, ist alles für ihn kein Problem, er wird ja entrückt sein. Bei all diesen Argumenten der verschiedenen Endzeitlehren, jeder hat gute Argumente. Wenn du jemals einen Ryrie oder sonst jemand oder Grudem hier liest, ja, jeder hat gute Argumente. Wenn es um die Endzeit geht, die mal irgendwann kommt, dann gibt es so viele Facetten und jeder hat gute Argumente. Warum die Gemeinde entrückt wird oder vielleicht nicht und dann kommt die Trübsal oder nicht. Aber einige sagen ja, na, ich werde entrückt sein, ist kein Problem für mich. Aber bin ich froh, dass ich da nicht mehr dabei bin. Offenbarung, was weiß ich, Kapitel 4 gilt alles nicht mehr für mich. Das ist ein bisschen ein dickes Buch fürs Neue Testament, um sowas einfach mal kurz zu sagen, finde ich. Also mich kann das Verfolgen nicht betreffen. Ich werde vorher entrückt. Hoffe ich zumindest, wenn mir das Richtige beigebracht wurde. Das ganze Thema Trübsalzeit, dieses Wort, das drängt die Gläubigen in einen Vermeidungsglauben, in eine Entkommenshoffnung auf die Entrückung. Es fördert den Gedanken, dass das Nachfolgen in der Welt eben vielleicht ja doch ganz angenehm sein kann. Weil das mit der Verfolgung so richtig schlimm wird es ja dann erst in der Endzeit, die noch irgendwann kommt. Wisst ihr aber, was dann wieder das Problem ist? Wie viele Stellen gibt es im Neuen Testament, die sagen, Gott wird es nicht ohne Verfolgung oder Versuchung machen mit dir als Christ? 1. Petrus, Hebräer 12, 2. Timotheus 3, 12. Denn das ist sicher, sagt Paulus zu Timotheus, wer in Gottseligkeit in Christus leben will, wird verfolgt werden. Ich habe es einmal in der Predigt gesagt. Im Männerkreis bin ich gesessen und die haben gesagt, ja, uns geht es eigentlich recht gut, kann also nicht genauso gemeint sein, wie es da steht. Das ist ja etwas für irgendwann mal. Das heißt, man deutet dann Passagen um,
wo Gott ganz klar sagt, also ihr werdet garantiert in den Leiden teilhaftig werden, meines Sohnes, wenn ihr meine Kinder seid. Entweder durch Verfolgung oder Anfechtung. Eins von beiden. Aber das kann dann auch nicht mehr richtig stimmen, weil so richtig schlimm wird es erst in der Endzeit und die ist ja irgendwie, die scheint ja noch nicht da zu sein. Also Spekulation ohne Ende, falsche Sicherheit, falsche Sorge, beides haben wir jetzt. Oder auch ganz schlimm ist die geistliche, ich nenne sie eine Verzugslähmung, die kommt. Und auch da, nicht jeder, der jetzt eine bestimmte Endzeitlehre glaubt, hat all diese Spekulationen im Kopf. Aber das ist so, die arbeiten, die nagen an einem. Endzeit, sie kommt mal irgendwann. Also wenn du davon ausgehst, dann ist halt irgendwann auch der Gedanke, denn bis heute hat sie ja noch nicht angefangen. Aber stimmt dann die Bibel überhaupt? Wie kann ich mir einen Reim draus machen, dass im Johannesbrief steht, es ist die letzte Stunde? Ja, das ist halt dann nicht ganz wörtlich zu nehmen. Ja, dann wird man plötzlich da nämlich auch nicht mehr wörtlich. Gell? Dann kann man doch von der ganz wörtlichen Auslegung plötzlich doch abweichen. Es muss nämlich passen. Es muss irgendwie dann alles andere im Neuen Testament, was so klar ist, was Jesus, die Apostel gelehrt haben, es muss auf mein Endzeitkonzept passen. Aus obskuren Stellen wird ein Muss gemacht und der Rest wird darauf hingebogen. Das ist schon ziemlich extrem, muss man echt sagen. Das ist die letzte Stunde. Heißt es nicht, die Endzeit hätte anfangen müssen? Wenn Johannes in seinem Johannesbrief schreibt, es ist die letzte Stunde, wie lange kann denn Jesus noch auf sich warten lassen? Noch 60 Minuten? Bis zum Ende dieser Stunde? Oder ist die Stunde, ist eine Woche gemeint oder ein Jahr? Jetzt haben wir auch schon 2000 Jahre schon. Mann, 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 ob Johannes sich nicht geirrt hat, da hast du ja fast keine Möglichkeit mehr, oder? Als das zu meinen, oder? Ich glaube aber nicht, dass er sich geirrt hat. Dass er ein bisschen ein Dummi war, der in der falschen Naherwartung gelebt hat. Das ist ja die Konsequenz jetzt, oder? Das ist eine Frucht. Das ist eine der Früchte der Endzeitlehre. Dann fragst du dich irgendwo doch im stillen Kämmerchen, ist die Bibel doch, gibt es doch eine Möglichkeit, dass all das nicht stimmt? Wenn du spät zum Glauben gekommen bist im Leben, das ist ein Problem, glaube ich, von solchen, die spät zum Glauben kommen, ob das, wo ich mich da jetzt, als ich 30 geworden bin, darauf eingelassen habe, vielleicht doch alles doch nicht stimmt? Boah, Spekulation ist schlimm. Das können Früchte von bestimmten und auch sehr weit verbreiteten Endzeitmodellen sein, die es im Moment gibt und die sehr jung sind. Die gibt es noch nicht lang. Auch hier, guckst bei Wiki, schlag mich tot nach oder schau ein Theologiebuch an. Guck, wo die Autoren herkommen, wer sie waren und wie wenig das eigentlich waren, die es angefangen haben. Aber nur so als Tipp. Ja. Das sind Konzepte, die sind nicht schlüssig, nicht integer mit dem Rest der Schrift. Und ein Grund dafür ist, dass man, wie gesagt, oft Textpassagen aus Daniel oder der Offenbarung nimmt, Visionen, Bilder, Zahlen, und man sieht ganz klar, selbst in der Offenbarung, Sachen sind nicht wörtlich zu nehmen. Es wird ein Bild gezeigt und dann sprach aber jemand, dann wird erklärt, was das heißt. Ach so, Jesus hat kein Schwert, das ihm aus dem Mund hängt. Ach so, ist doch nicht wörtlich. Und ja, es gäbe viel darüber zu sagen, aber wir wollen nicht reingehen. Das heißt, es wird also gerade in diesen Büchern, wo absichtlich Gott Sachen verpackt, wird so eine Überverwörtlichung betrieben, wo selbst die, die eine bestimmte Richtung vertreten, auch nicht wirklich sicher sind deswegen. Und das bedeutet, wenn man dann, was man darin dann zu sehen meint, wischt dann alle Passagen, alles, wo Jesus sagt, in dieser Weltzeit und in der nächsten. Und er erwähnt keine dazwischen. Das wird weggewischt. Oder viele andere Stellen, ein paar davon schauen wir uns aufgrund des Themas Bereitsein noch an. Klarste Aussagen von Jesus und den Aposteln in Evangelien und Briefen werden einfach weggewischt. Und es sind Dutzende von Passagen, die dann einfach, muss dann was anderes heißen. Nee, aber das sind ja die klaren Passagen. Jedes Systematik-Theologiebuch, jeder Neutestament-Kurs, egal wo du hingehst, geh bitte von dem, was klar ist und erhelle damit, was nicht so klar ist. Nicht nimm eine obskure Stelle, weil du eben politisch dich einem Land im Mittelmeer zugehörig fühlst oder irgendwie und dann bitte lege daraufhin den ganzen Rest der Bibel aus. Wenn das stimmen würde, ich hätte ja kein Problem damit, aber Mensch, das ist doch Gottes Wort, mit dem wir hier zu tun haben. Diese Frucht allein, wenn das möglich ist, dass man Aussagen von Christus selbst und auch von den Aposteln
einfach dadurch eliminieren kann. Allein das sollte schon eine Alarmglocke in einem Kind Gottes angehen lassen. Das meine ich zumindest.